Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Webinar bei Finanzen.net. Schön, dass Sie mit dabei sind und mit uns einen Blick hinter die Kulissen des Tradings werfen wollen. Im Mittelpunkt unserer heutigen Veranstaltung steht die DAO-Theorie. Wir werden unter anderem beantworten, was die DAO-Theorie auszeichnet, was Sie als Anleger dabei beachten müssen und wie Ihr Wertpapierdepot davon profitieren kann. Mein Name ist Markus Gentner, ich bin Redakteur bei Finanzen.net. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen absoluten Experten der DAO-Theorie zu Gast haben. Er ist geprüfter Vermögensverwalter, Vollblut-Trader und ist auch als DAO-Hau bekannt. Ich begrüße ganz herzlich Markus Gabel in unserem Webinar. Hallo, Herr Gabel. Markus, einen schönen guten Abend und auch einen schönen guten Abend an unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen. Ja, einen schönen guten Abend, Herr Gabel. Sie sind Berufshändler und sind, wie bereits erwähnt, unter Tradern auch als DAO-Hau bekannt. Das ist ja ein ganz besonderer Spitzname. Warum haben Sie diesen und was hat das mit unserem heutigen Thema zu tun? Ja, Dao Hao ist also nichts Chinesisches zum Essen, sondern den Begriff habe ich geprägt. Einfach nur, er beruht auf den beiden Ausdrücken, das richtige Know-how zur Dao-Theorie. Und sagen wir, die Theorie ist ja eine Geschichte, aber das Know-how dann so anzuwenden, dass ich auch in der Praxis damit Geld verdienen kann, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da fällt mir da nichts anderes dazu ein, als einfach nur das Dao-How draus zu machen. Wie ich finde, eine sehr gute verkürzte Form der als Spitznamen, also so einen Spitznamen kann man sich ja nur wünschen, wie Mr. Dax und ja, also Respekt. Vielen Dank bis hierher an Sie, Herr Gabel. Bevor wir in die Tiefen der DAO-Theorie einsteigen, möchte ich Sie, liebe Zuschauer, noch auf Folgendes hinweisen. Sie können uns bei Fragen oder Verständnisproblemen jederzeit über die Chat-Funktion kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich möglicherweise während des Webinars aufgreifen. Auf alle Fälle wird es aber am Ende der Präsentation eine Fragerunde geben. In der wollen wir dann gemeinsam offene Fragen klären. Die eingefleischten Webinarteilnehmer kennen das schon. Das Webinar wird außerdem, auch da sage ich den meisten Teilnehmern nichts Neues, aufgezeichnet. Sie können die gesamte Veranstaltung also anschließend jederzeit noch einmal ansehen. Einen Link zur Aufzeichnung erhalten Sie im Nachgang des Webinars per E-Mail. Außerdem finden Sie etwa eine Stunde nach Abschluss dieser Veranstaltung einen entsprechenden Artikel auf Finanzen.net. Sämtliche Webinaraufzeichnungen finden Sie auch jederzeit auf dem Finanzen.net YouTube-Kanal. Bevor Sie, Herr Gabel, mit Ihrer Präsentation beginnen, möchte ich auch unsere Teilnehmer bitten, etwas interaktiv zu werden. Dazu habe ich eine kleine Umfrage vorbereitet. Die blende ich jetzt gerade mal ein. Verehrte Zuschauer, haben Sie von der DAO-Theorie schon mal gehört oder handeln Sie sogar bereits danach? Ich bitte Sie einfach mal jetzt abzustimmen. Ich würde das wirklich gerne von Ihnen wissen. Ich bin sehr gespannt, wie die Abstimmung ausfällt. Die Welt der Trading-Strategien ist groß und Privatanleger können diese meiner Meinung nach unmöglich alle kennen. Mal sehen, ob wir dennoch einige DAO-Experten unter unseren Zuschauern haben. Ich werde die Umfrage an dieser Stelle auch schon wieder beenden. Vielen Dank fürs Mitmachen und ich werde das Ergebnis der Umfrage direkt an Sie alle übertragen, sodass wir gemeinsam mal draufschauen können, was eigentlich von Ihnen geklickt wurde. Ich sehe, dass die Mehrheit von Ihnen von der DAO-Theorie noch nichts gehört hat. Das ist ja wunderbar. Dann sind Sie hier in diesem Webinar genau richtig. Einige andere, nämlich 35%, also etwa ein Drittel, haben von der DAO-Theorie schon etwas gehört und ein kleiner Prozentsatz kennt die DAO-Theorie und handelt sogar danach. Ja, Herr Gabel, was heißt das für Sie und Ihre Präsentation? Sie sind doch bestimmt auf sämtliche Eventualitäten vorbereitet und haben sowohl für Anfänger als auch Profis einiges parat. Wohl wahr, wir gehen auf die Grundlagen ein und ja, ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten einfach ein bisschen erklären, wie Sie ja, letztendlich mit der DAO-Theorie, wobei es für mich keine Theorie ist, sondern es ist gelebter Trading-Ansatz, Handelsansatz, sowohl für Berufstätige, für Investoren, für Trader allgemein. Es ist gelebtes, tatsächlich erfolgreiches Trading und das würde ich gerne ja, heute einfach ein bisschen zeigen, in der Kürze der Zeit, was man hier in knapp 60 Minuten zeigen kann.
Ja, dann bin ich mal sehr gespannt, Herr Gabel. Ich habe gerade gesehen, mein Startbildschirm war gar nicht zu sehen. Also nochmal an alle User und Webinarteilnehmer herzlich willkommen zu Strategisch Handeln mit Trendfolge und Markttechnik, im Speziellen die DAO-Theorie. Ich bin Ihr Moderator Markus Gentner und ich gebe direkt ab an unseren Experten Markus Gabel, der Ihnen nun mit seiner Präsentation die DAO-Theorie etwas näher bringen wird. Herr Gabel, ich übertrage Ihnen direkt die Macht und dann können Sie auch sofort loslegen. Und zwar jetzt. Viel Spaß So. damit. Möge die Macht mit dir sein, so ungefähr, ne? So heißt doch diese So ganze sieht's Geschichte aus. immer. So, dann schalte ich mal auch den richtigen Bildschirm dann bei mir ein. So. Das sieht doch sehr gut aus. Ja, prima, wunderbar. Wunderbar, gut. Markus, vielen Dank für Ihre Einführung hier und Sehr ja, gerne. somit darf ich. Somit war eine sehr tolle Einführung, hat mir Spaß gemacht. Ja, ich begrüße Sie heute aus meinem Office hier in Straubing und gleich ein Wort vorweg. Straubing liegt im tiefsten Niederbayern im Bayerischen Wald und wie Sie es von den Bayern gewöhnt sind, wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Ich dachte So. jetzt, Sie erzählen irgendwas von und hier liegt Schnee oder so. Nein, zum Nein, Glück dann bin nicht. ich beruhigt. Nein, 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 es liegt kein Schnee mehr, aber es ist noch nicht so lange her. Vielleicht 6 Wochen her, dann hatten wir so ein paar Kilometer weiter oben auf dem Berg schon wieder Schnee. Also war sogar die Polizei mit Sommerreifen schon im Straßengraben drin Ja, gelegen. Also Wahnsinn. tolle Geschichte. Ja, aber zum Glück, wir haben heute auch 28 Grad und tolle Geschichte. Aber gut. Markus, dann übernehme ich jetzt einfach mal und Ja, erzähle ein sehr bisschen gerne. was zur DAO-Theorie. Also wie gesagt, ich habe den Chat hier auch laufen. Ich darf die Fragen ebenfalls sehen. Ihr dürft mir zwischendurch Fragen stellen und Markus wird es ja mich weiterleiten oder dann entsprechend auch beantworten, wenn das möglich ist. Und wir haben natürlich zum Schluss dann auch mal noch eine Fragerunde. Also scheuen Sie sich nicht. Jetzt haben Sie die Gelegenheit zu fragen, was immer Ihnen auf dem Herzen liegt. Ich gebe das größte Geheimnis an der Börse, werde ich heute lüften und gleich zu Anfang an. Das größte Geheimnis an der Börse ist, dass es keins gibt. Ja. Und das ist das Schöne, dass man nämlich an der Börse tatsächlich Geld verdienen kann. Ist eine tolle Geschichte. Gut, dann lasst uns einsteigen hier in unser Thema. Am Anfang natürlich immer unser Risikohinweis. Ihr wisst ja, jeder ist für sein Trading, für seinen Erfolg selber verantwortlich. Börsenhandel hat mit Risiko zu tun. Und wir machen das immer so bei uns hier. Gewinne werden geteilt, Verluste dürft ihr alle selber behalten. So, ist eine ganz einfache Geschichte. Gut, also derjenige, der hier eingeblendet ist, bin ich. Ich darf als Händler in der Vermögensverwaltung Born Stahlberg und Partner zugange sein. Ich leite dafür das Office in Frankfurt leiten. Und auch in der Schweiz ist unser Headquarter. Ich bin Ausbilder meiner eigenen DAOHAU-Family, das heißt, ich habe einen eigenen Ausbildungs- und Trading-Service. Ich mache 10 Webinare pro Woche, um die Auszubildenden, unsere Students, sehr, sehr eng zu begleiten zu ihrem Trading-Erfolg. Und ich zeige euch nachher, wenn ich es nicht vergesse, auch die Ergebnisse, zum Beispiel von letzter Woche wieder. Mit Fug und Recht darf ich auch ein bisschen mit Stolz sagen, dass diejenigen, die sich bei mir in der Ausbildung befinden, alle erfolgreich sind. Und funktioniert also ganz gut. Aber es ist kein leichter Weg, aber es ist ein gangbarer Weg und das ist das Schöne dabei. Ich selbst bin seit 15 Jahren in diesem Thema unterwegs und wie gesagt, der DAO-Ansatz, die DAO-Theorie ist mein Steckenpferd. Und wie ihr es hinten auch bei mir an der Wand sehen könnt, habe ich mir extra dahin machen lassen, gleich neben dem Tiger da hinten dran, ja, der auf dem nächsten Trade schon lauert, wie man das so sehen kann. Der Weg ist das Ziel. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte, weil man auf dem Weg zum Börsenhändler sehr, sehr viel, aber auch über sich selber lernen kann. Man verändert sich als Mensch und es ist eine total spannende Sache. Es geht nicht nur um das Trading als solches, sondern auch, was das Trading mit einem auch als Menschen macht. Und da muss ich sagen, man wird tatsächlich zu einem anderen und langfristig auch zu einem besseren Menschen. Ganz tolle Geschichte. So, rechts unten habt ihr eingeblendet, wie ihr mich erreichen könnt. Gabeltrading.com oder auch E-Mail, was auch immer. Könnt ihr selber sehen, wisst ihr auch. Und wie gesagt, den Link danach kriegt ihr dann ohnehin zugespielt. Was wollen wir heute besprechen? Womit kommen wir generell an die Börse? Ja, was ist Illusion? Was ist Marketing? Was ist Realität? Wir sprechen über die Grundsätze der DAO-Theorie, wie wir es anwenden können. Wir schwenken natürlich immer wieder auch in den praxisnahen Handel hinein.
Und wir reden darüber, wie wir Master werden können, inwieweit das Ganze Veränderung verlangt. Ich muss natürlich ein bisschen Gas geben, logischerweise, könnt ihr euch selber vorstellen, weil ich ja nur, wir haben nur knapp 60 Minuten Zeit. Aber etwas ist, was wollen wir denn eigentlich an der Börse? Warum sind wir denn generell alle mit diesem Wahnsinnsthema ohnehin beschäftigt? Ja, ich denke, keiner ist an der Börse gekommen, weil ihm irgendwie zu Hause langweilig ist, weil Rasenmähen, Bäume pflanzen und so weiter können wir den ganzen Tag. Ja, sondern wir wollen uns eigentlich, ja, wie soll ich sagen, wir sind an der Börse gekommen, weil wir Geld verdienen wollen. Ja, das Marketing verspricht uns ja, an der Börse mit wenigen Mausklicks ganz schnell Geld zu verdienen. Damit kommen wir ran. Ja, die ersten machen am Anfang gleich Gewinne, ganz schlecht, ganz schlecht. Die Börse macht das eigentlich immer so. Ja, sie gibt uns ein paar Gewinne. Und wenn wir dann sogenannt angefixt sind an dieser Geschichte, dann kommst du nicht mehr los davon und dann nimmt das Ganze auch schon seinen Lauf. Ich bin genauso an die Börse gekommen, ja, mit wenigen Mausklicks viel Geld zu verdienen. Und wenn du dann mal so am Anfang dann gleich Geld verdient hast an der Börse, dann ist der Mensch, wir Menschen sind so, ja, wir rechnen uns das dann gleich mal hoch. Und ich weiß noch, wie ich in meiner Anfangszeit den ersten Gewinn mit dem DAX eingefahren habe, 250 Euro damals gemacht. Das war beim 1000-Euro-Konto vom Risikomanagement her, hast du da gar keine Ahnung davon. Dann rechnest du dir das hoch, ja, und dann rufst du zu Hause an und sagst, Schätzelein, brauchst nie wieder arbeiten gehen, ich mache das hier für dich, ja. Gut, so einen Anruf habe ich nur einmal getätigt. Die nächsten Anrufe habe ich mir dann gespart, weil das Konto nämlich dann weg war. Aber so funktionieren wir meistens und so kommen wir an die Börse, weil wir halt möglichst schnell Geld verdienen wollen. So, und jetzt ist die Frage, die ich natürlich auch immer als Händler gestellt bekomme, ist es denn überhaupt möglich, langfristig an der Börse Geld zu verdienen? Und ich kann Ihnen sagen, ja, es ist möglich. Es kommt natürlich immer das berühmte Aber. Ich habe mir das Aber aus meinem Wortschatz möglichst rausgestrichen und ich habe es ersetzt durch das Wort Und. Ja, man kann an der Börse erfolgreich sein und wenn Sie sich noch an die Regeln halten, ja, dann schaffen Sie es sogar langfristig an der Börse erfolgreich zu sein und nicht nur kurzfristig, weil kurzfristig können wir alle mal Erfolg haben. Ja, aber wir wollen ja langfristig an der Börse erfolgreich sein. Und das geht definitiv, wenn Sie sich an die Regeln halten, die dort herrschen. Ja, wenn Sie natürlich Ihre eigene Meinung haben, dann wird es natürlich dann schwierig. Ja. Leider ist das die Realität, ihr Lieben. Also es geht jetzt hier nicht nur um das Trading, wo man täglich eventuell handelt, sondern da geht es auch ums Investieren. Ja, es gibt diese Regeln 90, 90, 90. Das sind jetzt nicht hier meine Ausmaße und das andere Bein auch noch dazu. Nein, es heißt, 90% aller Händler, privaten Händler wohlgemerkt, verlieren innerhalb von 90 Tagen 90% ihres Kapitals. Wow, Hammer. Die meisten verlieren tatsächlich ihr komplettes Kapital innerhalb der ersten 3 Monate. Und letzte Woche habe ich noch mit einem Broker hier in Deutschland gesprochen, der mir gesagt hat, aktuell sterben die kleinen Konten wie die Fliegen. Warum? Weil sie alle den DAX auf Teufel komm raus shorten und den Euro gleich noch mit dazu. What the hell? Warum macht man sowas? Ja, ganz einfach, man hat eine eigene Meinung zum Markt. Aber ich muss euch ganz ehrlich was sagen, ja, der Markt interessiert sich nicht für eure und meine Meinung. Definitiv nicht. Ja. Und das sollte man grundsätzlich mal im Hinterkopf behalten. Aber da bedarf es einer gewissen Änderung in meinem Gehirn, also in meinem Verhalten zum Trading, zum Börsenhandel als solches generell. Ja. Denn meistens ist es nicht, dass der Börsenhandel als solches, der nicht funktioniert. Es gibt sehr viele Setups, die im Markt funktionieren. Du kannst auch nach Mondphasen traden, wenn du möchtest. Ist vollkommen wurscht, egal. Ja, es funktioniert vieles im Markt. Aber es ist der Faktor Mensch, der dem Börsenhandel im Weg steht. Ja? Und das ist leider ein bisschen tragisch an der Geschichte. Und deshalb müssen wir lernen, wie gehen wir mit der Thematik generell um. Und da ist die DAO-Theorie natürlich einer der wichtigsten Ansätze oder der einfachsten Ansätze. Und wir hier bei WHS Self Invest, das ist für mich der beste Broker, den wir hier in Deutschland und überhaupt nutzen können. Ja, erstklassiger Service, erstklassige Ausführungen. Geht einfach auf die Seite von WHS Self Invest, holt euch mal ein Demokonto, könnt ihr ausprobieren. Es kann euch nichts Besseres passieren.
Denn das ist eine Hausnummer an der Geschichte, dass ich einen vernünftigen Broker brauche, der mich auf dem Weg zum Börsenerfolg natürlich auch begleitet. So, wir brauchen drei Schritte zum Erfolg. Und der erste Schritt zum Erfolg besteht darin, dass ich überhaupt mal ein festes Regelwerk habe, ihr Lieben. Ja? Viele kommen an die Börse und wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen. Sie wissen nur, sie wollen Geld verdienen. Ja? Aber dass dazu ein bisschen mehr gehört als Lesen und Schreiben, das kapieren die meisten immer erst, wenn es schon zu spät ist. Also, ich brauche ein festes Regelwerk. Und das feste Regelwerk, das wir nutzen, also ich und meine DAOHAU-Familie und viele andere auch, übrigens, auch viele, viele professionelle Händler, große Händler, die Big Boys im Markt handeln nach der DAO-Theorie. Nur sie gehen damit nicht hausieren. Ja? Und warum das so ist, das werdet ihr nachher dann im Chart auch sehen. Also gehen wir doch mal kurz rein in die sechs Grundsätze von Charles Dow. Der erste Grundsatz lautet, du kannst alles im Chart sehen. Whatever you want, du kannst alles im Chart sehen. Eine fundamentale Analyse erübrigt sich im Prinzip. Und warum? Ist schon revolutionär, sowas zu sagen. Ne? Ich brauche keine Fundamentalanalyse. So, überleg doch mal bitte, was ist denn der Anfang und Ende, das Alpha und Omega des Börsenhandels? Ja? Es ist nicht die Trendlinie. Nein, und es ist auch nicht Fibonacci. Nein, und es ist auch nicht der gleitende Durchschnitt. Nein, am Anfang des Börsenhandels steht immer Angebot und Nachfrage, die sich im Orderbuch treffen. Und was ist die Aufgabe der Börse? Angebot und Nachfrage bestmöglichst auszugleichen. That's all. Das ist es, was der Anfang des Börsenhandels ausmacht. So, wenn jetzt ein Investor oder wenn du dich jetzt hier, wir sind hier per Du, Entschuldigung, weil wir kämpfen sowieso alle an der gleichen Front, ja, oder sie, wie auch immer, wenn du also jetzt eine Recherche betreibst im Börsenhandel und sagst, ich gucke mir jetzt zum Beispiel E.ON an, weil es mir gerade einfällt, weil ich da heute einen schönen Gewinn gemacht habe, E.ON, und recherchiere da und gehe auf die Hauptversammlung und krieg da eine leckere Wurst und eine Semmel mit dazu, dann ist es ganz toll und du kannst dich auch noch mit der Sekretärin vom Vorstand unterhalten, ja, und die Informationen. Aber wenn du diese ganzen Informationen für dich gesammelt hast und kommst zu der Überzeugung, du möchtest diese Aktie, den Future, den Rohstoff, was auch immer, kaufen oder verkaufen, geht kein Weg dran vorbei, dass du dein Telefon in die Hand nimmst, rufst bei deinem Broker an oder machst es direkt hier, und entsprechend musst du deine Order im Orderbuch aufgeben. Ja? Nicht mehr und nicht weniger. So, und letztendlich kann ich das im Markt immer wieder sehen. Und dafür brauche ich keine fundamentale Analyse. Ja? Aber das bleibt, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Ja? Und wir machen hier keine fundamentale Analyse. Also wer hier glaubt, es ist hier wirklich nur danke für diesen interessanten Kommentar. Ja, vielen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg im Börsenhandel. Wir sehen uns im Orderbuch, definitiv. Ja. So, aber gehen wir hin zum Trading selber. Das heißt, dort kannst du im Chart letztendlich alles sehen, was immer du wissen musst. Ja. Und wer jetzt hier schon ein Auge dafür hat, der wird sehen, dass dort alles in sogenannten Mustern verläuft. Ja. Und das ist eine spannende Angelegenheit. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. So, der zweite Grundsatz ist, dass jeglicher Markt, grundsätzlich jeder, in drei Trends verläuft. Ja, und da haben wir schon das erste Mal diesen Begriff Trend. Ja, the trend is your friend. Ist ein uralter Spruch. Jeder sagt, kann ich nicht mehr hören. Aber es ist leider so. Ja, guckt euch die Charts an. Es ist leider immer so. Ja, es gibt einen großen, einen mittleren und einen kleineren Trend. Ja, und wie ein Trend definiert ist, ist ein anderes Webinar. Grundsätzlich höheres Hoch, höheres Tief ist ein Aufwärtstrend, tieferes Tief, tieferes Hoch ist ein Abwärtstrend. Schauen wir uns aber auch dann im Chart noch mit an. Kann man hier zum Beispiel sehen, ich habe hier drei Charts eingeblendet. Links oben seht ihr zum Beispiel, wenn der Bildschirm umspringt, genau einen großen Trend. Es ist immer im Prinzip derselbe Chart. Es ist ein großer Trend, ja, es ist ein mittlerer Trend und es ist ein kleiner Trend. Wir können es uns auch mal, ich blende gerade mal um auf mein Chartprogramm, was wir hier ebenfalls bei VIS Self Invest nutzen können. Wir schauen es uns jetzt hier mal an. Ich hoffe, er springt hier gleich mit um. Ah ja, da ist er. Genau, ich sehe es schon.
Okay, schauen wir uns einfach nur mal hier an. Ist wurscht, was wir jetzt hier für einen Chart haben. Das ist jetzt hier US-Dollar zum mexikanischen Peso. Egal. Ja, ich habe also einen großen Trend, den ich hier anzeigen, den ich hier sehen kann im Markt mit großen Bewegungen und großen Korrekturen. Ja, ich habe einen mittleren Trend, lassen wir es uns so, der mit den kleineren Bewegungen und Schwüngen mitgeht. Und ich habe einen kleinen Trend, seht ihr, der dann die kleineren Trends oder die kleineren Hochs und Tiefs mitmacht. Aber, und das ist schon die spannende Geschichte, es läuft alles in Trends. Alles. Jeder Markt, was immer du auch sehen möchtest, es läuft immer in einem Trend. Und warum ist es letztendlich so? Ganz einfach, weil alles sich im Orderbuch trifft. Angebot und Nachfrage. Nicht mehr und nicht weniger. Und dieser ständige Wechsel von Angebot und Nachfrage, ja, der sorgt ständig für diese Hochs und für die Tiefs, für die Bewegungen und die Korrekturen. Was anders ist es nicht. Und dafür muss ich jetzt keine Fundamentalanalyse machen, damit ich das im Markt hier erkennen kann. Also, spannende Geschichte, nur mal soweit zu diesem Thema. Der nächste Grundsatz: Jeder Trend, ja, der primäre, der Medium und auch der kleine Trend, besteht immer aus drei Phasen. Und das, ihr Lieben, das ist die entscheidende Folie von dem ganzen Vortrag überhaupt. Ja, wenn ihr das verstanden habt, könnt ihr inzwischen schon danach baden gehen, wenn ihr wollt. Aber das ist das Wichtigste, was man wissen muss. Es gibt drei Phasen: Akkumulation, Progression, Distributionsphase. Ja. Akkumulation heißt, wenn der Markt gerade seine Korrektur beendet hat, nach oben dreht und die gut informierten Investoren jetzt kaufen. Was heißt jetzt gut informierte Investoren? Heißt es, dass die Insider Wissen haben? Nein, haben sie nicht. Vielleicht manchmal, ja, vielleicht. Aber in der Regel nein. Was heißt es dann, gut informierte Investoren? Es heißt, dass sie Vertrauen zu ihrem Setup haben. Sie wissen, wie der Markt in der Häufigkeit öfter läuft, als er es nicht tut. Ja? Denn was wir im Markt niemals erwarten dürfen, ihr Lieben, ist Garantien. Also wenn du eine Garantie haben möchtest, dann musst du zum Mediamarkt gehen, musst du eine Waschmaschine kaufen mit 5-Jahres-Plus-Schutzgarantie, dann hast du eine Garantie, dass das Ding nach 5 Jahren kaputt ist. Im Börsenhandel gibt es leider keine Garantien, ja, sondern gibt es nur Wahrscheinlichkeiten. Aber dass sich ein Trend wahrscheinlich fortsetzt, ist ungleich größer, als dass es nicht tut. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein junger Trend, ja, und ich zeige euch das nachher dann auch, ihr werdet es sehen, nach oben hin fortsetzt, besteht zu 67%. Dazu gibt es verschiedene Bachelorarbeiten. Dafür habe ich das selber auch in Auftrag gegeben, bei 67%. Wer mit so einer Wahrscheinlichkeit im Markt nicht erfolgreich agieren kann, hat irgendwas nicht verstanden und muss sich da direkt nochmal hinterfragen, ob das tatsächlich auch notwendig ist, was er dann da tut. Ja. Wir steigen also grundsätzlich in der Akkumulationsphase ein. Ja. Danach kommt die Phase der öffentlichen Beteiligung, die sogenannte Progressionsphase, und zwar dann, wenn der Markt beginnt zu steigen und langsam die Masse hier mit reinkommt und losläuft. Ja. Und zum Schluss haben wir die Distributionsphase, das heißt, wenn letztendlich alles und jedes rein möchte, weil sie Angst haben, irgendwas zu verpassen. Beispiel gefällig, gucken wir uns an. Hier sehen wir einen Markt, das ist hier jetzt, keine Ahnung, japanischer Yen, glaube ich, hier. So, wir haben also hier unseren Trend und ihr seht schon, es verläuft alles in Trends, egal was man auch immer anschauen mag. Hier unten haben wir unsere Akkumulationsphase, wenn der Markt korrigiert, sich noch keiner reintraut in den Markt, ja. Aber die, die dem System vertrauen, die wissen, wie ein Trend funktioniert, die kaufen sich dort natürlich schon ein. Vor allem die Großen, die auch das Kapital dazu haben, dass sie sich hier gestaffelt in den Markt einkaufen können und sorgen dann dafür, dass sich der Markt hier dreht. Anschließend, wenn der Markt losläuft, kommt die sogenannte Progressionsphase. Und wenn wir über dem letzten Hochpunkt hinaus sind, haben wir die sogenannte Distributionsphase. Ja. Wer es nicht glauben mag, haben wir hier schönes Beispiel auch wieder. Wir brauchen es uns ja nur hier im deutschen Aktienindex zum Beispiel anschauen. Der DAX ist ja unser deutsches liebstes Kind. Ja, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel den großen Trend oder den mittleren Trend hier anschauen, ja, nehmen wir mal den hier. So, seht ihr? Immer wieder das Gleiche. Ja? Wir haben eine Akkumulationsphase, dann beginnt der Markt zu steigen und sobald er über diesen Bruchpunkt hinauskommt, ja, rums zieht das ganze Ding an und jeder möchte noch mit hinein.
Da gibt es natürlich verschiedene Trends, auch klar, haben wir gesagt, groß, mittel, klein. Ja, aber wir haben immer wieder diese Akkumulationsphase und immer wieder, und der Markt läuft immer wieder in eine Korrektur zurück hinein. So, wie kann Herr man den Gabel, darf ich Beginn? ganz kurz hineingrätschen? Ein Dürfst User du. fragt jetzt natürlich zu Recht, wie man eine solche Akkumulationsphase denn erkennen kann, also den Beginn dieser Phase. Natürlich so im Nachhinein kann man immer erkennen, dass es nach oben geht, aber man möchte es natürlich genau in diesem Moment erkennen, dass es ab sofort in Zukunft nur noch nach oben geht. Das hätte ich auch gern, Markus. Aber das ist ein Das Spiel, wäre das der man Trick. verliert. Das ist der Trick dabei, ja. Aber leider gibt es dafür keine Sicherheit. Es ist einfach nur ein Spiel der Garantien. So, ganz interessant hier. Ich sehe nämlich hier gerade ein Signal. Das können wir uns nämlich gerade anschauen. Das passt hier gerade mit dazu, nämlich hier im deutschen Aktienindex in der Stunde. Und zwar habe ich hier diesen kleinen Trend hier oben, ja. So, und was ist denn jetzt passiert? Das ist hier ein Abwärtstrend im DAX. Ja? Das wird hier als Abwärtstrend angezeigt. Machen wir das Gedöns mal raus. So, und jetzt sehe ich, ah, okay, jetzt habe ich hier einen roten Pfeil. Das heißt, ich habe hier eine Bewegung, die lief von hier oben nach unten zu 12,539. Und wir haben jetzt mindestens 50% korrigiert. Also das ist Grundvoraussetzung für die Akkumulationsphase, dass der Markt die letzte Bewegung, die er gemacht hat, zumindest 50% korrigiert. Darunter macht man im Prinzip gar nichts. Je höher und je tiefer das er korrigiert, umso besser ist es. Ja? Und wieso, wenn dann der Markt hier anfängt, nach oben hin zu Ende zu sein, das sieht man hier ein bisschen, die Kerzen werden kleiner, die Schatten oben größer, ja, und der Markt beginnt zu drehen, dann kann man hier von dieser Akkumulationsphase sprechen und dann kann ich mich in die Trendrichtung in dem Sinne wieder einstoppen zu lassen. Es kommt keiner daher und schreit, hu, jetzt habe ich Akkumulationsphase. Man kann Das das wäre im aber Markt, super. das wäre natürlich traumhaft, ja, das wäre wirklich traumhaft, aber den Gefallen tut uns der Markt nicht. Aber es gibt hier Systeme, man kann das einfach erkennen, auch auf eine Minute, ja, ist wurscht, egal. Wir können jetzt hier beispielsweise, wo haben wir den Euro, US-Dollar zum Beispiel, können wir hier nehmen und als Beispiel, oh je, der ist heute schön angezogen hier, sehe ich gerade, wenn ich mir jetzt hier so einen großen Trend einblenden lasse, seht ihr das? Und da unten gab es auch ein Signal, das ist der kleine grüne Pfeil hier. So, was ist passiert? Der Markt hat durch höhere Nachfrage das Angebot angezogen, er hat wieder korrigiert. Er zieht wieder an, macht ein Hoch bei 1,12,6822 und jetzt korrigiert er. Achtung, und er korrigiert, wenn wir es hier ansetzen, hier hoch und schaut mal, er korrigiert zu exakt 78,6% Fibonacci. So, und dann ist es spannend, hier unten fängt er an, sich abzuschwächen. Er dreht hier, die erste Kerze kommt in die andere Farbe, in die Richtung hier unten ist zu Ende. Zudem Indikatoren zeigen Divergenzen an und was macht der Markt? Von hier aus zieht er wieder an. Wir brauchen nicht den Pip alleine. Wir brauchen das nicht punktgenau zu erwischen. Es geht darum, dass wir aus dieser Akkumulationsphase in Trendrichtung wieder unterwegs sind. Und das, ihr Lieben, das ist das Geheimnis im Börsenhandels. Wir wollen nicht das Tief erwischen. Wir wollen nicht das Hoch erwischen. Ist vollkommen wurscht, egal. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen immer die gleiche Geschichte. Ja, und zwar immer aus der Korrekturzone in die Trendrichtung zu unserem Punkt, nächsten Hochpunkt hinaus. Und ich mache hier auch nichts anderes, weil ich jetzt gerade E.ON zum Beispiel gesehen habe. Ja, da habe ich heute mein erstes Ziel erreicht. Komme ich aus einer Korrekturzone heraus? Oder Euro, kanadischer Dollar? Whatever, ja, auch hier 1% schon im Plus. Was habe ich gemacht? Ich habe nichts anderes gemacht, als aus dieser Korrektur heraus, kann es glaube ich sehen, ich hatte einen Trend, der Markt hat hier korrigiert, hat mir hier ein Signal gebracht und ich habe mich in Trendrichtung einstoppen lassen, ja, und bin hier 1% vorne. Also, das ist die Akkumulationsphase. Wenn der Markt korrigiert, Geheimnis ist, er muss mindestens 50% korrigiert haben. Alles, was darüber hinausgeht, ist nichts. Kommt meistens nichts Gutes dabei raus. 50%. Und das ist das Schöne, die Wahrscheinlichkeit liegt dann bei 67%, ja, dass er seinen letzten Punkt 2 hier oben wieder erreicht. Das mal zu diesem Thema. Glaubt mir es, ihr Lieben, ich mache den Spaß jetzt seit 15 Jahren. Ich habe in meinem Tag, ich habe in meinem Leben schon Tausende und Abertausende von Charts gesehen.
Herr Frank wollte das hier nochmal anhand vom E.ON sehen, kann ich gerne machen. Ich gucke mal, ob ich noch mal habe. Wo ist E.ON? Ah, da ist E.ON. Ja, die haben übrigens, heute gab es hier Übernahmefantasien. Ja, so. Und zwar war das hier mein Trend. Ich male ihn jetzt mal von Hand einfach mit ein. Ich hatte eine Bewegung, eine Korrektur, wieder eine Bewegung hier rauf, wieder eine Korrektur. Ja, und dann habe ich mich auf dem Weg hier nach oben einstoppen lassen, hier in diese Richtung, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir diesen Punkt, diesen Hochpunkt hier überschreiten. Und genau so ist es. Ja, und da habe ich jetzt schon ein gewisses Spiel hier mitgemacht, einen Teilgewinn realisiert und mein Endziel liegt irgendwo, keine Ahnung, ist mir auch wurscht, weil ich entscheide nicht, wie viel das der Markt gibt. Der Markt schenkt mir dann und ich habe einen Gewinn gesichert jetzt. Jetzt entscheidet der Markt, wie viel das ich da noch rausholen kann. Also ich bewerte den Markt nicht, sondern ich gehe davon aus, dass sich der Trend fortsetzt, bin ohnehin schon safe und damit kann man das ganze Spiel machen. In welcher Sie Zeit? haben auch noch, genau, von 50% Korrektur gesprochen. Da müssen wir noch mal nachfragen, in welcher Zeit und von wo ausgehend 50%. Immer von dem letzten Hoch. Ja, immer vom letzten Hoch. Ich mache es jetzt hier nochmal beim, wo habe ich denn den DAX nochmal? Immer vom letzten Hoch. Das heißt, es wird immer gemessen. Ich mache es nochmal. Ich habe also, die Bewegung geht immer, das ist jetzt ein Short-Trend. Ja, das ist ein Short-Trend. Das heißt, er fängt hier oben an, geht hier runter. Das ist die Bewegung. Und 50% der letzten Bewegung muss er korrigieren. Ja. So, hier hoch hat er hier gemacht. Hier waren 50% schon korrigiert. Er geht noch tiefer hinein. Also immer von der letzten Bewegung mindestens 50%. So eine ganz klassische Geschichte ist irgendwo zwischen 61 und 78%. Da korrigieren die Märkte sehr, sehr oft mit hinein. Diese 50% sind aber jetzt nur eine gewisse Marke von dir. Wenn es dann 53% oder 47% sind, dann ist es vielleicht auch okay. Oder ist das tatsächlich belegt, dass es exakt 50% sein müssen? Es Nein. sollten mindestens 50% sein. Je tiefer das es geht, umso besser. Das ist deine Problem ist, Erfahrung, ne? das ist die Ja. Erfahrung seit 15 Jahren, so handelt auch das große Kapital, so handeln auch die großen Vermögensverwalter in diese Richtung. Oberhalb von 50% steigt keiner den Markt ein. Warum nicht? Das ist das Geheimnis daran, weil wenn der Markt, wenn die Korrektur in der Luft hängen bleibt, also weniger als 50% korrigiert, dann heißt es zwar, dass der Trend sehr stark ist, aber meistens kommt es dann auf dem Weg nach oben zu einem größeren Ungleichgewicht und anschließend folgt eine größere Korrektur. Und außerdem ist der Weg nach oben dann einfach ein bisschen begrenzt. Es sind reine Erfahrungswerte, die jeder dann im Markt selber machen kann. Soweit zu diesem Thema. Also ihr seht, wir handeln hier natürlich auch in der Praxis letztendlich. So, dann ist auch noch eines wichtig. Es ist immer gut, wenn die Trends sich gegenseitig bestätigen. Das heißt, wenn ich heute einen kleinen Trend handeln möchte, dann macht es durchaus Sinn, dass ich schaue, dass der ganze Markt in diese Richtung läuft. Ja? Also es hat keinen Sinn, ja, wenn ich jetzt hier den kleinen Trend versuche zu handeln und der große Trend geht in die andere Richtung. Ja? The bigger one hits the smaller one, it's every time. Also es ist immer so, dass der größere den kleineren draufhaut. Ja? Das kann mal gut gehen, aber in der Regel eben nicht. Und das ist der Grund, warum momentan so viele im DAX auf die Mütze kriegen, weil sie auf Teufel komm raus den DAX shorten wollen. Der Trend ist doch ganz klar long. Das sieht ein Blinder mit Krückstock, dass der DAX long geht. Und er wird nicht korrigieren, solange alle auf eine Korrektur warten. Das ist der Punkt. Das macht der Börsenhandel immer so. Erst wenn alle Bären kaputt sind, alle drin sind im Markt, dann kommt die Korrektur. Nicht vorher. Und solange das so ist, habe ich keinen Grund, im DAX Short zu gehen oder momentan generell im Markt Short zu gehen, weil es gar keinen Sinn macht. Markus, soll ich die Fragen hier gleich mit beantworten, die ich hier sehe? Ich würde sagen, da wir etwas in der Zeit hinterherhinken, wenn ich sehe, wie viele Folien du noch oder ja, Sie Wir werden auch nicht in alle Zukunft mal durchmachen. Sie noch vor sich haben, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Wir stellen die Frage mal zurück. Ich werde die User auch informieren und dann gehen wir in der Fragerunde nachher drauf ein. Okay, prima. Wenn man mit Futures, mit Aktien handelt, dann sollte natürlich das Volumen auch in die entsprechende Richtung gehen. Das ist auch wichtig, dass man sieht, dass das Volumen dann das Ganze noch mit bestätigt. Ist jetzt nicht unbedingt immer ausschlaggebend, aber es sollte zumindest mal so sein. So, wie lang läuft so ein Trend? Da zielt auch eine Frage aus auf.
Ein Trend kann sehr, sehr lange laufen. Wir hatten teilweise im DAX, wenn man das Beispiel jetzt wieder nimmt, eine Trendfortsetzung, wenn man sich es mal anschaut. Es war relativ schön zu sehen hier im DAX. Und zwar nehme ich jetzt mal das Gedöns hier wieder raus und wir gehen mal in den Tageschart hinein. Ja, wenn ich mir das kleine Zeitfenster jetzt anschaue, ja, und wir nehmen das Ganze hier mal raus, schaut mal, wie lang so ein Trend laufen kann. Zwei Arme, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Arme. Der ist im neunten Arm. Der Trend läuft immer noch. Der läuft immer noch. Also warum soll ich den da dagegen halten? Ja, der Trend bricht erst, wenn der letzte Tiefpunkt deutlich unterschritten worden ist. Und solange das nicht ist, ja, gibt es keinen Grund, da dagegen zu halten. Schaut mal. Und er macht immer das Gleiche. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Also immer das Gleiche, ja, immer das Gleiche. Angebot und Nachfrage. Was anders ist es nicht im Markt. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht wissen und dann ist das Geheimnis auch schon durch. Ja, immer mit dem Trend gehen und einfach den Markt entscheiden lassen, wie viel das er euch gibt. Die Frage zielt gerne immer auf solche Geschichten. Markus, das weiß ich aus Hunderten und Tausenden von Webinaren, von Fragen. Immer ganz einfach. Kann ich das hoch erwischen? Kann ich das tief erwischen? Nein, kannst du nicht. Ist reiner Zufall. Ja, aber ist nicht duplizierbar. Warum auch? Ich schneide mir halt immer wieder aus jedem Trend das Sahnestück raus. Ich muss doch nicht das Hoch, das Tief erwischen. Ich muss doch nicht der sein, der Recht hat im Markt. Ja, ich muss auch nicht der Beste sein. Es geht darum, dass ich Geld verdienen möchte. Ja, das ist das ganze Geheimnis an der ganzen Geschichte. So, also Trend setzt sich fort, bis der letzte Korrekturpunkt auch tatsächlich überschritten ist. Ja, so, ihr Lieben, und das ist das, was ihr euch merken müsst. Ja, was heißt deutlich unterschritten, Andreas? Ganz einfach, es muss mit bloßem Auge sichtbar sein. Also es ist nicht gedacht, wenn es Punkt oder zwei, drei Punkte, sondern es muss deutlich sichtbar sein, dass der Trend gebrochen ist. Ja, also da muss ich nie mit der Lupe hingehen. Es ist immer schwierig, wenn du in die Matrix reinfällst. Du musst rausgehen, weit weggehen. Ich sage zu meinen Studenten immer, hier rutsch mal ein Stück weg vom Chart, dass du das ganze Bild überhaupt mal sehen kannst. Ja, und da sieht man, oh Gott, es ist ja überhaupt ein Trend und überhaupt ein sowieso. Ja, wenn du reinfällst in die Matrix, hast du im Großen und Ganzen schon verloren. Ihr Lieben, das ist das Dow-House-Setup. Mehr ist es wirklich nicht. Wir haben, das ist der kleine Trend hier, der rote, den ihr hier eingeblendet habt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus der Akkumulationsphase in die zum letzten Hochpunkt raufkommen, liegt bei 64%, also knappe 65%. Wenn dieser kleine Trend auch noch eingebettet ist in einen größeren Trend, der auch noch in meine Richtung läuft, steigt deine Wahrscheinlichkeit auf 72%. Also, ihr Lieben, egal ob du jetzt als Tageshändler unterwegs bist, weil du Aktien kaufst oder verkaufst, ja, oder weil du Trader bist, es ist wurscht, es ist immer das Gleiche, ja. Wer damit nicht erfolgreich wird, der hat im Börsenhandel letztendlich nichts verloren. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt hergehen kannst und sagen, jetzt mache ich das. Blödsinn. Das ist ein Ding, das musst du lernen. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja? Schön ist, man kann es auch mit einem kleinen Konto machen. Die Frage habe ich gerade vorhin gesehen. Mit einem 500-Euro-Konto ist es möglich, im Börsenhandel zu agieren, aber sicherlich nicht mit Aktien. Da musst du im Forex-Markt mit kleinsten Positionen handeln. Ja? Aber auch da strukturiertes Regelwerk durchziehen. Nur dann kannst du auch ein kleines Konto groß traden. Das geht definitiv. Der Durchschnitt der deutschen Händler, der deutschen Trader liegt irgendwo bei 2.000, 3.000 Euro an Kontogröße. Ja? Mehr aber auch nicht. Ja? Also es geht definitiv. Ja? So, und das Spielchen ist letztendlich immer das Gleiche. Ich brauche das richtige Handwerkszeug dazu, den richtigen Broker dazu. Ihr habt es schon gesehen, ich nutze hier eine spezielle Software, den Agena Trader, der mir das Trading relativ einfach macht. Und ich habe hier einfach Signale, die mir angezeigt werden. Aber es ist immer wieder das interessante Thema, was man hier haben kann. Und es geht natürlich nicht immer. Es geht nicht immer. Ich zeige euch jetzt auch mal den einen oder anderen Trade, britisches Pfund, US-Dollar. Ich handle sehr viel im Forex-Markt, weil er einfach sehr, sehr stabil ist. Zum Beispiel hier auch wieder gerade für berufstätige Händler. Schaut, das ist jetzt ein schönes Beispiel dafür, was ich jetzt hier gemacht habe. Der Markt hat hier einen Abwärtstrend gemacht. Er hat bis runter, hat sich nach unten bewegt bis 1,19375 hier in diese Richtung und dann hat er korrigiert. Und seht ihr, und schaut mal,
Das ist die Bewegung von der letzten Korrektur hier nach unten zum letzten Tiefpunkt. So, und dann hat er, hier waren 50% und er hat wieder um die 61% korrigiert. Ja? Und dort hat er mir Abwärtstendenzen gezeigt und jetzt habe ich mich auf dem Weg nach unten einstoppen lassen. Ich muss ja nicht das Hoch erwischen, brauche ich nicht. Ich will den Weg hier nach unten gehen. Mehr muss ich gar nicht haben. Ja? Das ist das letztendlich das ganze Geheimnis an der Geschichte. Ja? Und aktuell sind wir hier mit, was weiß ich, 7,5% vorne mit laufenden Positionen. Ja, mehr kannst du im Leben die gar nicht wollen. Ja. Es geht aber immer wieder darum, dass ich immer wieder auch das Gleiche mache. Das ist das Geheimnis daran. Beispiel, ich muss jetzt nicht suchen, ja, weil das ist das richtige Handwerkzeug. Ich muss da nicht suchen danach, weil das macht das System automatisch, dass er mir genau das herausfiltert, was ich brauche. So, jetzt zeigt er mir hier einen Trend an. Das ist jetzt der mittlere Trend. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, es gibt groß, mittel und klein. So, was hat er gemacht? Er hat eine heftige Bewegung nach unten gemacht, hat korrigiert, hat sich wieder nach unten bewegt. Und jetzt hat er wieder korrigiert, die Bewegung, jetzt zu mehr als 50% korrigiert, 61,8. Ja, und jetzt zeigt er mir hier mein erstes Short-Signal an. Das heißt, in so einem Fall kann ich mich jetzt auf dem Weg nach unten einstoppen lassen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier diesen Punkt 2 oder diesen Tiefpunkt hier unten erreichen, liegt bei 67, 65%. Ja, reicht. Für das andere bleiben übrigens noch 35% übrig, wo es nicht aufgeht. Aber das wäre ja auch zu schön. Ja, es gibt kein 100% Setup im Markt. Das ist leider das, womit zu viele ihre Zeit verschwenden, weil sie Setups im Markt suchen, die keine Verluste generieren. Ihr Lieben, ich muss euch enttäuschen. Das gibt es nicht. Ja, es gibt es einfach nicht. Es gibt kein Setup, das im Markt keine Verluste generiert. Die musst du mit einkalkulieren. Ja? Deshalb muss man sich gut überlegen, was ich im Markt letztendlich mache. Also ihr seht, es ist immer wieder das gleiche Spiel, mit dem wir hier arbeiten. Ja? So, und das ist, wie schon gesagt, ihr braucht den richtigen Broker dazu, ihr braucht das richtige Handwerkszeug dazu und ihr Lieben, ohne Ausbildung geht es halt nun mal auch nicht wirklich. Ja? Und das ist der Punkt, den ich hier brauche. Und Trading, ihr Lieben, ist einfach wirklich, wirklich harte Arbeit. Es ist möglich. Ich kann euch das wirklich sagen. Trading-Erfolg, Börsenerfolg, auch für Berufstätige unter uns, die nicht Zeit haben, den Tag vor dem Rechner zu sitzen, braucht ihr gar nicht. Ja? Braucht ihr gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass man den Börsenhandel erlernen muss, wie mit jedem anderen Job letztendlich auch. Ja? Alles andere für alle weiteren Informationen auch noch, darf ich vielleicht mal ganz kurz hier sagen, wer findet ihr letztendlich hier auf meiner Homepage? Wenn ihr dort einfach nur auf gabel-trading.com geht, da kommt ihr dann auf meine Seite. Dort findet ihr auch die Software. Dazu nennt sich Agena Trader, die mir das Trading einfach einfach macht. Das ist das Geheimnis letztendlich daran. Und dort findet ihr alle weiteren Informationen, die ihr dazu letztendlich dann auch braucht. Also, ihr Lieben, um das Ganze etwas rund zu machen, ihr seht, es war jetzt nur ein ganz grober Abklatsch, wie Börsenhandel mit der DAO-Theorie funktionieren kann. Allerdings, ihr Lieben, ich muss mich verändern können. Ich muss hier oben umstellen. Ja? Ich muss verstehen, dass das, was im normalen Leben funktioniert, im Börsenhandel nicht funktioniert. Wenn du im normalen Leben das, was du jetzt machst, der Held bist, du beherrschst dein Handwerk, du bist vielleicht Doktor, der keine Ahnung irgendwas, du beherrschst dein Thema, das kannst du nicht eins zu eins auf den Börsenhandel transportieren. Das wird nicht funktionieren. Das habe ich früher auch mal gedacht. Das geht aber leider nicht. Du musst dein Denken ändern. Und das ist ein Prozess, ihr Lieben, der geht nicht von heute auf morgen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Aber wir arbeiten hier mit Setups, die wirklich erfolgreich sind. Aber die muss ich lernen. Hier habe ich ein Setup. Das DAO-How ist nur ein Setup. Wir arbeiten bei mir mit vier, mit drei verschiedenen Setups. Ja? Trefferquote 57%, erwarteter Gewinn pro Jahr knappe 46% im Durchschnitt der letzten Jahre. Ja? Ein weiteres hat eine Trefferquote von 88% mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 20% im Jahr. Und das andere, haben wir schon festgestellt, liegt bei 67%. Wir müssen einfach nur verstehen, dass unser Gehirn nicht fürs Trading gemacht ist. Ja? Weil Angst und Schmerz, ja, die Angst, die in uns wohnt, verhindert,
dass wir Schmerzen erleiden. Das ist der Grund, warum viele ihren Stock wieder wegziehen, warum so viele schnell rein und wieder rausgehen, weil sie Angst haben, Geld wieder zu verlieren, ja? Du musst es ändern. Wenn du das nicht hinkriegst, wirst du im Börsenhandel nicht erfolgreich sein. Aber das Schöne ist, es lässt sich umprogrammieren. Es lässt sich umprogrammieren, aber das ist halt ein Prozess, der über eine ganze Zeit lang geht. Ich muss meine Systeme umprogrammieren. Es müssen Automatismen herein, dass ich locker mit dem Thema Börsenhandel umgehen kann. Anders wird es definitiv nicht funktionieren. Und wer nicht weiß, wo er hin will, der wird sich wundern, wo er am Ende rauskommt. Und viele kommen leider an die Börse, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne einen Plan, nur mit der Idee, schnell Geld zu verdienen. Wird leider so nicht funktionieren. Ja. Kann ich euch nur sagen, deshalb muss ich wissen, was bin ich überhaupt für ein Mensch? Bin ich überhaupt geeignet, im 5-Minuten-Chart zu arbeiten oder bin ich eher so der Muser, der entspannte Typ, der vielleicht nur einmal die Woche reingucken möchte oder nur einmal am Tag reinschauen möchte? Wurscht, du musst es für dich selber herausfinden, was du für ein Mensch letztendlich bist. Und wenn du das geschafft hast, ja, wenn du das geschafft hast, dann kann man entspannt, wirklich entspannt an die Märkte rangehen, ja, dann bist du auch nicht mehr süchtig danach, ne? Und das ist ein schöner, eine schöne Zeit, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das Ding endlich mal am Laufen, aber es kostet halt nun mal Zeit, ja. Und ich will euch nur ganz kurz zeigen, Woche für Woche geben ja meine Studenten hier ihre, wo habe ich es denn? So, ich wollte euch eigentlich jetzt was zeigen. Wo habe ich es denn abgespeichert? Ah, da ist es, genau. So, das wollte ich euch kurz zeigen. Das ist hier die Performance meiner Studenten aus der letzten Woche. Ja, ihr seht, alle profitabel, ja, mehr oder weniger, 2%, 3%, 4%. Gibt natürlich auch der eine oder andere, der mal eine Woche drin hat, wo es nicht so gut läuft. Ihr seht es hier gerade eingeblendet, aber es steht und fällt mit einem klaren Regelwerk und mit einer sehr engen Betreuung. Wenn du es alleine machen möchtest, geht auch, aber es ist ein sehr, sehr langer und sehr harter Weg. Den möchte ich euch eigentlich gerne ersparen. Ja, also ihr seht, das ist jetzt nicht gelogen, sondern mir reingemalt, sondern es ist einfach das, was die Studenten hier bei mir im Service Woche für Woche dann auch machen. Und das Geheimnis liegt wirklich daran, ihr Lieben. Das Geheimnis liegt daran, immer wieder das Gleiche auch zu machen, mit der Börse zu arbeiten, mit dem Trend zu gehen, ja, und zu akzeptieren, dass es halt nicht immer gut geht. Nicht immer. Es wäre ja auch zu schön, wenn es immer gut gehen würde, ne? Aber es ist einfach schön zu sehen, ja, wenn ich erkennen kann, schauen wir uns hier mal an, ich habe hier einen Short-Trend gemacht. Ich mache auch immer das Gleiche, seht ihr? Bewegung, Korrektur. Und dann in die Trendrichtung einstoppen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich meinen nächsten Tiefpunkt hier erreiche, ist durchaus gegeben. Aber hier bin ich ohnehin schon safe. Ihr Lieben, das war im Großen und Ganzen ein ganz kurzer Überflug, ja, über die Dow-Theorie, diese Grundsätze der Dow-Theorie, um es auf den Punkt zu bringen. Wir haben drei Marktphasen, ja, Akkumulation, Progression, Distribution. Nicht oben einsteigen, nicht mit der Masse mitgehen, dann einsteigen, ja, wenn noch keiner drin ist, wenn man es erst erkennen kann, dass eventuell die Korrektur zu Ende ist. Das ist das Wichtige, was man erkennen muss. Und ihr Lieben, ihr habt euren Job auch nicht von heute auf morgen gelernt. Ihr seid heute Experten in dem, was immer ihr macht, aber das war ein Prozess von Jahren. Ich kann im Börsenhandel definitiv nichts anderes erwarten. Und die Frage ist einfach nur, auf welcher Seite der Statistik möchtest du gerne stehen? Möchtest du zu den 5% gehören, die erfolgreich sind, oder zu den 95%, die ihr Geld innerhalb von 3 Monaten wieder verlieren? Eure Entscheidung, ja. Tu es oder tu es nicht, es gibt letztendlich kein Versuchen, ja. Es ist das, was wir handeln müssen. Markus, Fragen? Bitteschön, ich bin durch. Ja, schön, dass du durch bist. Du hast die Zeit perfekt eingehalten, muss ich sagen. Vereinbart war, es sind noch gute 10 Minuten Zeit, dann hätten wir die Stunde voll. Ich hätte dir auch noch sehr gerne viel länger zugehört. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und wir haben ja auch schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet während des Webinars. Da hast du schon eingegriffen und trotzdem haben wir noch die eine oder andere Frage übrig. Die Software sehe ich gerade nochmal, die du zum Trenderkennen benutzt, heißt wie nochmal, vielleicht kannst du es nochmal erwähnen.
Das ist der Agena Trader. Der funktioniert in Verbindung auch mit der funktioniert auch in Verbindung mit unserem Broker via Self-Invest. Da findet ihr die weiteren Informationen auf meiner Homepage ziemlich weit unten. Agena Trader kann man testen, 4 Wochen kostenlos. Und da gibt es auch dieses Add-on dazu, das ich euch gezeigt habe, das mir die Signale automatisch liefert. Auch das kann man 14 Tage kostenfrei testen, um einfach mal zu sehen, wie komme ich denn damit zurecht. Ich möchte jetzt dazu keine Konkurrenz aufmachen, aber ich möchte einfach, weil wir ein Webinar hier haben, mit dem wir unsere User informieren wollen, möchte ich auch gerade mal fairerweise noch das Trading Desk kurz zeigen von Finanzen.net. Das haben wir auch noch und ist ähnlich wie vielleicht Gina. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, muss ich zugeben, aber ich vermute, man kann ähnliche Dinge tun wie bei Agena. Wahrscheinlich ist es, muss man damit sich auch auskennen. Wir haben rechts oben, das können Sie alle sehen, eine Anleitung. Gibt es auch ein Videotutorial. Also wer sich damit mal beschäftigen will, kann das natürlich sehr, sehr gerne tun. Das wäre nur eine Alternative dazu, weil wir ja vollständig informieren wollen hier bei uns. Und wir haben eine weitere Frage. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, mein Bildschirm ist gerade verrutscht. Kleinen Moment. Genau. Wie könnte denn eine Regel für den Verkauf aussehen? A bei Erfolg und B bei Fehlinvestitionen. Also letztendlich ist es so, es lässt sich ganz, ganz einfach klären. Ich nehme das jetzt einfach nur mal hier als den Trade, den ich jetzt hier gerade laufen habe, den man hier im Bild hoffentlich eingeblendet sieht. Den Verkauf, also ich würde den Trade, würde ich persönlich so nicht beenden. Ich lasse immer den Markt entscheiden. Ich habe jetzt hier meinen Stopp zum Beispiel bereits auf einen Stand gezogen, weil ich schon einen Teilgewinn raus habe. Ja? Das heißt, der Trade läuft so lang, wie er läuft. Entweder ich werde hier oben auf einen Stand ausgestoppt oder er läuft einfach dann weiter. Ich habe hier unten irgendwo ein finales Ziel, wobei ich jetzt das eine gewagte Hausnummer ist, aber auch dahin kommt. Wurscht. Ja, ich bewerte den Markt als solches nicht, sondern ich lasse ihn einfach laufen und ziehe dann den Stop-Loss immer über den letzten Korrekturpunkt dann letztendlich nach. Ja, und handle dann einfach nur den Trend, weil ich ja aufgehört habe, das Hoch oder das Tief erwischen zu wollen. Ja, ich will einfach nur den Trend handeln und irgendwann nimmt er mich letztendlich raus aus dem Markt. Und dann habe ich einen Gewinn gemacht. Ansonsten habe ich ja meinen Stopp, der sitzt in der Regel immer über dem letzten Korrekturpunkt, über den letzten Hoch hier. Und wenn ich dort rausfliege, fliege ich einfach raus. Schönes Beispiel, ich will es nur ganz kurz zeigen, Markus, dass es eben nicht immer funktioniert. Ich war heute, seit gestern im US-Dollar zum Schweizer Franken zum Beispiel long unterwegs auf 15 Minuten als Beispiel. Und hier kann man ein bisschen sehen, ja, der Trend war noch, der war vorher aufwärts gerichtet im größeren Zeitfenster. Und ja, da bin ich hier auf dem Weg nach oben, habe mich einstoppen lassen und bin hier unten leider dann rausgeflogen. Ja, ist leider so, kann man nichts machen, gehört mit zum Spiel dazu. Also hier rein und hier raus, aber dafür gibt es einen Stopp. Risiko liegt bei mir immer zwischen 0,75 und maximal 1% pro Trade. Eine weitere Frage: Wie erkennt man denn den Umschwung? Wann muss man den Trade wieder schließen? Aber du hast es eben ja schon gesagt, man kann nicht hell sehen, ne? Du kannst nicht hell sehen und ich weiß, die Frage resultiert immer aus der gleichen Intention heraus. Ich will keinen Verlust mehr, ich will keine Gewinne mehr hergeben. Aber ich kann immer nur eines sagen, Markus, und das sage ich immer jedem: Hört auf, euch auf das Geld zu fixieren. Ja, versucht, duplizierbare und beständige Trades zu machen. Der einzelne Trade spielt doch gar keine Rolle. Ist doch vollkommen wurscht. Ja, in der Summe müssen wir erfolgreich sein. Und da geht es nicht darum, erwische ich jetzt den Umschwung, gehe ich jetzt da raus, weil es wird immer einen Umschwung geben. Ist die Frage, wie weit geht er zurück? Dann gehst du raus, findest keinen Einstieg mehr und dann läuft der Trend weiter und du guckst wieder dumm in die Wäsche. Ja? Also lass doch den Markt ganz einfach entscheiden, wie weit das er euch trägt. Und wenn du rausfliegst, fliegst du raus, dann vergisst du den Trade, suchst den nächsten. Ende. Wir haben noch eine weitere und ich würde sagen letzte Frage.
Wenn man als Privatanleger öfter als alle paar Monate an den Börsen handeln will, kann man das überhaupt mit der DAU-Theorie machen und wie geht man dann mit den Transaktionsgebühren um? Die DAU-Theorie ist ja der Grundsatz oder die grundlegende Basis des Börsenhandels. Es geht darum, aus der Korrektur in die Trendrichtung zu arbeiten. Das kannst du im 1-Minuten-Chart machen, im 5-Minuten-, im Tageschart, wo auch immer du es möchtest. Es geht, man muss es lernen. Und Transaktionskosten, dann haben sie den falschen Broker, ja, weil ich weiß, VAS hat super günstige Gebühren, sowohl für die kleineren Konten als auch generell komme ich damit sehr, sehr gut zurecht. Und natürlich hin und her macht Taschen leer. Ich muss natürlich schon wissen, was ich da mache. Wenn ich natürlich wie ein Wahnsinniger rein und rausklicke, ja, dann macht es natürlich gar keinen Sinn. Aber wenn ich lerne, die Trends laufen zu lassen, habe ich einen Einstieg, einen Ausstieg, vielleicht dazwischen noch eine Gewinnmitnahme, dann habe ich dreimal Gebühren, Ende Gelände, fertig. Und wenn ich so einen Broker habe wie WHS Self-Invest, dann kann mir sowieso nichts passieren, weil die sehr günstige Kosten haben. Wenn ich es natürlich bei einer Depotbank mache, boah, das ist natürlich klar, ich habe Schweizer Kunden, die zahlen für einen Trade 47 Schweizer Franken. Ja, da wirst du arm in dieser ganzen Geschichte. Kann man machen, aber da muss ich große Bewegungen mitnehmen, große Trends, In der dass ich Schweiz auch. kostet aber auch ein Schnitzel 47 Euro oder Franken. Wohl wahr. Wenn wir beide zum Essen gehen, Markus in der Schweiz, nehmen wir zwei Burger, ja, und einen Kaffee, da habe ich 100 Schweizer Franken bezahlt. Wärst du bescheuert dabei? Ja? Da, ich wollte nicht den Laden kaufen, aber es ist einfach so. Also, es ist eine Sache des richtigen Brokers, den ich dann hier habe. Und da sage ich wieder hier, WAS ist einer der günstigen und der besten noch mit dazu. Also, das muss ich natürlich schon mit einkalkulieren. Ja. Herr Gabel, Markus, wie auch immer, vielen Dank für deinen Vortrag. Es ist fast 18:30 Uhr und unser Webinar neigt sich dem Ende entgegen. Leider können wir an dieser Stelle nicht mehr alle Fragen beantworten. Ich denke aber, dass wir wirklich viele, viele spannende Einblicke in die Welt des Tradings und im Speziellen in die Welt der DAU-Theorie bekommen haben. Markus, vielen Dank. Und ich möchte Sie, liebe Webinarteilnehmer, noch einmal darauf hinweisen, dass dieses Webinar aufgezeichnet wurde und Sie es jederzeit noch einmal anschauen können. Einen entsprechenden Artikel finden Sie im Nachgang dieser Veranstaltung. Ich schätze, das wird in etwa einer Stunde soweit sein, auf der Startseite von Finanzen.net. Herr Gabel, Markus, du, Sie, ich danke dir sehr für deine Präsentation. Ich Ich möchte noch ein hoffe, Angebot machen, Markus. Darf ich noch ein ja. Angebot machen, ganz kurz? Für alle, die heute dabei waren und Lust haben, mal mir über die Schulter zu schauen oder die DAUHAU Family zu besuchen. Ich mache 10 Webinare pro Woche. Nächste Woche nicht, da bin ich im Urlaub. Aber wer mir eine E-Mail schreibt, aufgrund dieses Webinars, ja, seht ihr hier unten eingeblendet oder übers Kontaktformular über meine Homepage oder an Finanzen.net und schickt sie an mich weiter. Lade ich euch ein, mal eine Woche lang diese Webinare, diese Premium-Webinare zu besuchen. Und ihr könnt euch selber einen Eindruck verschaffen, wie wir mit der DAU-Theorie tatsächlich in den Märkten arbeiten. Ist kostenfrei. Ich lade euch gerne zu ein. Ihr habt euch die Mühe gemacht, um die Wahnsinnsuhrzeit hier mir zuzuhören. Und deshalb möchte ich euch gerne dieses Angebot machen. Also einfach E-Mail schreiben und dann ab der KW 12, wenn ich wieder zurück, 24, Entschuldigung, wenn ich zurück bin, schalte ich euch gerne mal für eine Woche in die Webinare frei. Und ihr könnt euch selber einen Eindruck machen. Das ist mein Gilt das auch Angebot. für den Moderator, der sich so spät am Abend noch mit diesem Webinar auseinandersetzen darf? Ah, ich weiß nicht. Moderatoren sind ganz Bitte. gefährliche. Natürlich, Markus, gilt es auch für Ja, dich. wunderbar. Vielen Dank. Wie fällt dein Fazit aus für das Webinar heute? Hat es dir Spaß gemacht? Es hat super Spaß gemacht, vor allem so viele mal neue Teilnehmer oder neue Namen auch mal zu lesen. Wird spannend. Ich weiß, dass viele da sind, die mich noch nie gehört haben. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mit VAS und euch hier dieses Webinar machen durfte. Markus, es hat mit dir viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch dafür. Ich Danke, hoffe, das der eine oder Kompliment kann andere. ich nur zurückgeben. Also ich hoffe, der eine oder andere konnte vielleicht einen kleinen Gedankenanstoß mitnehmen. Man kann jetzt mit so einem kleinen Webinar nicht erfolgreich werden, aber es ist vielleicht mal ein anderer Blickwinkel auf die Märkte. Das ist vielleicht mal ganz interessant, dass man sagt, oh, da gibt es ja doch noch was anderes, mit dem man eventuell erfolgreich sein könnte. Wenn ich das erreicht habe, dass man ein bisschen mal darüber nachdenkt, dass es vielleicht anders ist und dass man erfolgreich sein kann, ja, dann, Markus, haben wir beide schon was erreicht. Wunderbar. Vielen Dank, Markus, der doppelte Markus heute. Ich hoffe, liebe User, Sie hatten auch den doppelten Informationserfolg heute.
Und ich bedanke mich sehr bei dir, Markus. Wir sind während des Webinars vom Sie zum Du übergegangen. Also schöner kann das Webinar doch gar nicht enden. Ich bedanke mich, wünsche dir einen schönen Abend und liebe User, ich möchte Sie gerade noch auf unseren Webinar Newsletter hinweisen. Mit diesem verpassen Sie kein Webinar mehr. Sie können sich einfach anmelden und dann sind Sie immer auf dem Laufenden. Vielleicht haben wir demnächst auch noch mal ein Webinar mit Markus Gabel. Das würde mich sehr freuen. Also Markus, einen schönen Abend. Vielen Dank. Liebe Gerne. Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten an Ihren Geräten ebenso viel Spaß wie wir bei diesem Webinar und können das eine oder andere bei Ihren Börsenaktivitäten anwenden. Ich verabschiede mich und danke Ihnen sehr für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen einen schönen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen. Bye bye.